Der traditionelle Adventmarkt auf Burg Fochtenstein zählt zu den schönsten und beliebtesten Weihnachtsmärkten Österreichs. Schon beim Weg über die Zugbrücke öffnet sich eine märchenhafte Welt. Das magische Ambiente der Burg und die stimmungsvolle Beleuchtung schaffen Adventzauber pur. Wir haben heuer wieder 50 Aussteller aus der ganzen Region und auch international, aus Ungarn, aus der Slowakei und aus den angrenzenden Nachbarbundesländern sozusagen hier. Also das Kunsthandwerk von Holz bis Porzellan bis Papeterie, Honig, also ist alles, was man sich so für einen Kunsthandwerksmarkt wünscht, ist vorhanden. Natürlich wird auch von der Gastronomie alles geboten, von Glühwein bis Langosch bis Apfelstrudel ist hier alles, wird hier vorne auch frisch der Apfelstrudel gezogen. Also es ist alles, was das Adventmarktsherz so begehrt, was man sich vorstellt, kann man hier sozusagen erstehen und auch genießen und gustieren. Wir haben jetzt das 8. Jahr hier auf der Burg Fochtenstein. Es hat sich immer von Jahr zu Jahr gesteigert. Die Burgpalast zu den Stoßzeiten schon teilweise aus allen Nähten. Also wir erwarten so zwischen 5.000 und 6.000 Besuchern. Es kommt auch immer auf das Wetter darauf an. Die Burg ist ja exponiert hier von der Wetterlage her. Und natürlich kann man hier das wunderschöne Ambiente genießen. Nur ist natürlich auch, wenn es hier nieselt und dergleichen, ist halt immer auch, spielt das Wetter auch mit, wie die Besucherzahlen sich hier sozusagen weiterentwickeln. Wir haben aus Mattersburg den Chor Heimatlieb, die spielen traditionelle Weisen, also sehr alte Stücke, teilweise 300 bis 400 Jahre alt. Natürlich sind wir von den örtlichen Vereinen, hier der Musikverein Fochtenstein unterstützen uns da, und die kommenden Tage gibt es auch ein breites Programm. Gestern haben wir ein Jazz-Duo hier gehabt, also ist für jeden was dabei. Also es sind von bekannten Weihnachtsliedern, von Untermalung bis, wie gesagt, alte Kirchenlieder, Weisen, kann man hier alles hören.